Nico, Hallo, Nico, hallo und Nico. herzlich willkommen zum schwarzen Moin. Ladebildschirm. Ja, gleich kommt ja Cutscene, bestimmt. Wir haben jetzt Regelmäßig. verhöhnt gestartet. Ja. Herzlich willkommen bei der dritten Folge, würde ich mal sagen. Auf die Art und Eigentlich schon Weise. die vierte, weil ich ja meine Von Super Seiten. habe. Oder was? Naja, Ja? wir haben ja die Super, das kommt ja dann auch noch dazu. Ja. Ah, warte mal, dann muss ich es jetzt. Sie müssen wir es so machen, dass ich. Ich meine, das ist ja Oh. nebenbei. Das mache ich einfach so nebenbei. Supermission, Sonnenbezwinger Titan. Oder einfach nur super Mission und dann halt Fokus Sonnenbezwinger. Oder sowas. Endergebnis Spiritual Sonnenbezwinger. Duze. Endergebnis Aber Wurfhammer. uns Aber geht es um natürlich hat's mir, kann ich Gerechtigkeit, meine Fähigkeiten nicht nicht wahr? einsetzen, das heißt, ich kann meinen Hammer nicht werfen. Das ist Naja, traurig. hoffen wir, dass Spiders Tip Traurig, über Tag. Alva Okay, und ich die kann meinen Hammer. Aufenthaltsorte der Nein, Barone schade. stimmt. Hey, mein Hammer. Das Territorium Guck mal gehört da, da leuchtet. Einschmieren. Während des Umzugs Macht musste ich nicht einige Spaß. Ich verstehe, was wertvolle du was Dinge meinst. zurücklassen. Jetzt nur noch was Ich damit habe töten, einen ne? Vorschlag, Warte mal, warte mal. mein Lieber. Okay. Finde meine Depots. Und ich werde dafür Okay. sorgen, dass es sich für dich lohnt. Wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. Ach man, ihr seid zu nah dran, verpiss euch. Alter, das Ding hat fucking sogar noch Aimbot drinne, wie so ein fucking vom oberen Perk der zu wirken. Ich habe gerade zwei mit einem Hammer getötet. Da, 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 Aber was da, ich halt irgendwie. da. Ich dachte, dass das direkt im Hammer drin ist, aber es ist anscheinend ein weiterer Perk mit der Heilung. Das ist dann der nächste, den ich freischalte. Lella! Aber seien wir mal ehrlich, der Sonnenbezwinger ist wahrscheinlich der, wo du am einfachsten die nächsten Fähigkeiten freischalten kannst, weil du hast nun endlich den Nahkampf. Du musst ihn halt nur wieder einsammeln. Wo ist er? Da. Hab ich. Diesem Moment, wenn man sich daran erinnert, wir müssen die Depots einnehmen. Ach ja. Das Da war grüne ja Ding was. da. Das grüne Ding muss man nehmen, glaube ich. Ah, wunderbar. Hier ist mein Dank in Form meiner angriffslustigen Bekannten. Bekannten. Okay, wen Okay. haben wir hier? Spiders Verbündeter und Ara. Vielen Dank, mein profitabler Freund. Acha ist der Beste. Acha Acha ist ist ja ein bester Boy. ehemaliges Mitglied vom Haus der Oh. Wölfe. Da ist die Mechanistin, Nico. Töte das. Stört, Mechanistin. Bist du hässlich. Komm, die Ulti Fick, drauf. geh zurück zu deinem fucking Geliebten und fick den doch von hinten und so. Ah. Jetzt Ich wissen denke, Sie, die dass wir kommen. Mechanistin ist Wir müssen confirmed uns trap. sputen. Is a trap. Der It's a makes trap. it cuter. Die macht gleich Kamehameha, oh ja. Thomas hat seine Höre, Super schon krieg ich voll. meinen riesen Hammer in die Fresse. Ja. Ja, er macht, muss ja nur Arcus-Kills machen, dann kriegt er ja seine Leylines und das sammelt er ein und dann kriegt er ja einen Haufen Super-Energie und Fähigkeiten-Energie. Ach, das ist wohl gleich von Anfang an freigeschalten. Nein, das ist der Nahkampf, glaube ich, der hat erhöhte Superladung gezogen. Oder es ist einfach so, weil das ist ein Extrem. Wirklich, der Hammer ist am Schild abgeprallt. Wo ist er? Der hat sein Schild nach oben gehalten, weil er Schaden bekommen hatte. Und da ist der Hammer abgeprallt. Das ist bitter. Er macht aber ganz schön Schaden. Und natürlich ist er hier. Ja, da unten ist ja auch was. Ja, ich weiß. Aha. Aha. Mein Hammer. Was ist mein Hammer? Von Nein! Ihr Schweine! Ja, ich habe immer noch Fäuste. Depot kommt, Spider. Ey. Jetzt brauche ich dich unbedingt Sonnenbezwinger. Jetzt will ich meine Deity das Brustzeug machen. Herz. Ich weiß, was du meinst. Komm schon. Ja. Hol deinen Geist heraus. Ich habe Guck mal Lust auf da, ein Nico. Dein Schießübung. Feind, der Schütze. Geh. Achtung! Sterben, du. Scheiß ab. Wächst die Fall. des Horns. Jetzt habe ich es ihm gegeben. Lieber nicht.
mal das. Noch was. Bei mir ist fast halb tot. Kriegst du halt fast halb tot, bevor das Spiel nicht so stark sind die doch jetzt auch nicht, boah, ich weiß nicht, was du hast. Naja, das ist ja nicht die, das heroische Abenteuer. Und ich glaube, der er ist nicht einer der stärksten, das kann ich jetzt sagen. Der stärkste ist, glaube ich. Ich glaube, der letzte, den wir machen, wird der Fanatiker sein. Wir haben einen der Jungs verloren. Ja, ich meine, von denen, die abhören, sind der Fanatiker und die Mechanisten sind keine Abenteuer. Die sind einfach, die sind dann wahrscheinlich Story oder sowas. Ne, Mechanistin ist jetzt wahrscheinlich neben ihm dann immer. Arok. Hey, guck mal, guck dir mal Arok an, Paul. Er hat. Ja. Er hat. Nein. Er hat einen Raketenwerfer. Oh, Nico, guck dir mal den Läufer an. Was? Da ist halt wirklich ein Läufer. Ja, der hat einen Raketensiedler. Und, ein hohen noch ein bisschen was anderes drin. Und ganz unten drinne das, was ganz Schönes drin, weißt du? Was richtig, richtig nice ist. Was sehen wir erst, wenn ich ihnen ein bisschen Schaden mache. Und ich nicht die ganze Zeit für diesen machen. Verpiss dich, Junge. Oh ja. Na, weißt du, ich würde jetzt raten, da hockt jetzt entweder einer da drin. Gedrückt halten, dich rausbam, gedrückt halten. Erhöhten Schaden, solange gedrückt halt, bis man selber explodiert. Guck mal da, er hat einen Flammenwerfer innen drin, aber du konntest ihn nicht mehr sehen, weil er stirbt. Güter gefallen. Genau wie Thomas. Und Devastation Reigns. Hey Nico, guck mal, was ich zurück habe. Oh Gott. Übrigens, das ist Lava. Das sieht nicht aus wie Lava. Ich weiß, es ist irgendeine scheiß Säure oder sowas. Das sieht aus wie gelbes Wasser. Das ist Säure. Hey, guck mal da, ein Gespenst. Das ist deine Aufgabe, du als Gespenst. Du wirst das nicht tun, du Gespenst, du. Verdammt, das Schild schützt sie halt vor dem fucking Hammer. Willst du mich verarschen? Dann solltest du vielleicht aufhören, mit dem Schild zu, mit dem Hammer zu werfen. Und ihn vielleicht mal schlagen. Es hat auch funktioniert. Ich habe ihn geschlagen und dann habe ich den Hammer geworfen, weil er sein Schild weggeschlagen hatte. Ich glaube, das ist eine Falle. Mehr oder weniger. Das ist ein Gegner in den E-Bot. Es ist eine Falle. Hab ich doch gesagt. Störe hohenartig. Etherfackeln, Etherfesseln, Etherfüße. Ach ja, da war ja was, ich hab ja voll. Gaunerin. Das ist ein Tussi. Entschuldigung. Du magst sie doch nur nicht, weil sie besser in Glücksspielen ist als du. Alles ist besser in Glücksspielen als ich. Aha, das ist doch eine Lüge. Dann Hammer. Aha, der Nahkampf, der was gegen die Viecher machen kann. Aha! Weil er Reichweite hat. Ja. Hey, das ist was ganz Besonderes für Titan. Warte mal, okay. Warte jeder mal, ganz kann kurz. Kann Sturmbeschwörer Warlock sein oder ein Nachtpirscherjäger. Warte mal, das. Oder Wurfmesser. Ich wollte gerade mal gucken, wegen den Wurfmessern. Ja. Wegen der 1000 Schnitte. Ich wollte eigentlich noch wegen dem Sentinel gucken, mal. Mal gucken, wirf einen Fächer aus brennenden Messern, die Ziele beim Aufprall verbrennen. Spiel mit dem Feuer, brennende Feinde zu zerstören, lädt Messertrick schneller wieder auf, also du kriegst dann schneller deinen Nahkampf wieder. Mhm. Und deine Ausweichfähigkeit lädt schneller auf, während Feinde brennen. Also Brandsatzgranate benutzen, okay. Alles, was Brand verursacht. Banner-Schild, Code des Commanders. Schütze mit dem Sentinel-Schild, um deinen Schutzwall zu erschaffen. Verbündete, die durch den Ball schießen, erhalten mehr Waffenschaden. Das Schützen von Verbündeten verlängert die Nutzungsdauer des Schildes. Ah, so haben wir das jetzt gemacht. Greife einen Feind mit taktischer Schlag an, um eine leere Explosion zu verursachen.
Oh Gott, ich glaube, ich habe was aktiviert. Triff ein Ziel mit einer leeren Fähigkeit, um eine leere Zünder anzuhören. Weitere Treffer führen dazu, dass der Zünder explodiert und umliegende Ziele Schaden. Und Nachschub. Du und Verbündete nehmen Zünder sowie Granaten, Nahkampf und Nahkampfenergie, wenn deine leere Zünder explodieren. Aber ich habe irgendwas aktiviert. Der Henker! Steck fest. Ich habe ihn mit Ätz abgeworfen. Mit einem ätzenden Rauch. Alter. Gut, dass er fliegt. It's gonna break the game. We love it. Ich hätte fast meinen Hammer noch erledigt. Vor allem hat er am Anfang eine Welle gemacht, weil du diese Brücke langlaufen wolltest. Gefällt König Aldrin. König? König? Ich hab keine Ahnung, wo er hinkommt. Meine Geschwister und meinen Vater gleichzeitig besiegen. Ja, das denke ich. Ich habe Schargötter besiegt. Ich werde das wohl mindestens machen. Nehme ich ihn im Hohn auf. Töte einen Krieger des Hohns, erwecke ich 10 neue. Wow. Wir haben einen Nokros-Abklatsch. Ich brauche keine Nokros und noch ein paar andere. Meine Hohnarmee wird dein Ende. Warte, Hohn des Fanatikers und der Fanatiker. Das ist der Fanatiker. Euch hoch. Stopp. Gewährt diesem toten Ding den endgültigen Tod. Verräter. Was? Ja. Nur töten kannst du. Nichts als töten. Ich meine, das ist meine Shop-Beschreibung. Jägerweg des Gespenst kann nur töten. Hüter gefallen. Mach dich nützlich, unsichtbar werden und kling drauf. Los. Ich glaube, da muss ich nicht mehr unsichtbar werden dafür. Aber. Hey. Das. Hey, Fanatiker. Ich fürchte die Fanatiker. Toten nicht. Nimm das. Nimm das. Und du nützt mir mehr lebendig. Ach so, du sagst uns jetzt, wir sind dir mehr nützlich, weil wir lebendig sind, weil wir dann alles töten und du das wieder überleben kannst. Ja. Das galt ihn auch. Die Festung ist sicher, aber die Barone sind entkommen. Oh. Das war unsere beste Chance, das zu beenden. Jetzt sind sie abgehauen. Ich meine, wenn sie nicht einfach wegteleportiert worden wären, dann hätten wir sie auch getötet. Neuer Meilenstein. Sprich mit Spider. Oh Gott. Neue Meilensteine. Überall neue Meilensteine. Ah! Yeah. Oh, denen hast du es gezeigt, was? Kleiner Tipp. Kenne deinen Feind, bevor du dich ihm stellst. Rex ist warm. Der Henker. Ein stummer Sadist. Er war bekannt dafür, Geächteten die Arme herauszureißen. Okay. Gar nichts. Der irre Bomber. Die Betonung liegt auf irre. Dieser Explosionsexperte hat einen Knacks. Okay. Die Gaunerin, Araskis. Eine Lügnerin und Intrigantin. Ein Rat. Vertraue nichts, was von ihr kommt. Hirax, der Gedankendreher. Ein echter Manipulator. Er ist auf morbide Weise von der Schar fasziniert. Bekannt als die Raserin, die Anführerin einer Bande moskitofahrender Wilder. Sie verbreiten nichts als Chaos. Der Schütze, Pyrrha, der einzige lebende Gefallene, der den Schuss landen konnte, der Kane sterblich machte. Elykris, die Maschinistin,
Die Geißeln des Schulis-Abstiegs. Sie hat ein ganzes Arsenal voller Technologie und schwerer Geschütze, die sie mir gestohlen hat. Der Fanatiker, höchstpersönlich. Fokrum, Anführer der Barone und Erster des Hohns. Seine dunkle Magie hat keinen Platz in meiner Bucht. Keinen. Zu schlimmer Letzt, Aldrin Sov. Verräter seines Volkes. Der Mann, der den Abzug drückte. Von ihm gibt es zwar keine Spur, aber seine Barone sind reif. Spüre sie auf und erledige sie. So isolierst du Aldrin und kannst ihn finden. Dann musst du nur noch den Abzug drücken. Cool. Yeah. Ich stelle mir den, weißt du, wie ich mir gerade den letzten Kampf vorstelle? Wir gegen Aldrin, er benutzt Pikas und wir benutzen einfach. Also kommt so eine Szene, er benutzt Pikas und schießt auf uns und wir benutzen was auch immer für eine Kinetikwaffe wir in der Hand haben. Hm, was eigentlich eine Handfeuer hätte sein sollen in dem Moment und du hast einfach so einen Bogen in der Hand. Na so. Und du hast einfach so einen Bogen in der Hand. Piu, piu, piu. Something does not add up. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich stell's mir so vor. Er liegt so wie bei Kate, wie er so, ja, ich glaube, das reicht nicht, nur ein Schuss. Gehen wir ein Stück hinter, Paul holt seinen Hammer raus, du holst deine Messer raus, ich mach den Kamehameha schon fertig. Dann kriegt er alles um die Ohren. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ihn erstmal so, wir schlachen erstmal voll in die Fresse, fliegt er erstmal 3 Meter nach hinten und so. Dann halten wir so dann die Wand so hoch, ne. Und dann wir noch mal die Fresse boxen und dann reißen wir einen Pikass aus dem Holster und dann drücken wir ihn einfach an den Kopf dran und dann wird er wahrscheinlich noch so sagen, tu es, du bist doch eh nicht, da bist du nicht besser als ich selber, als ich Kate getötet habe. Und dann einfach nur raushauen, doch, das bin ich, oder puff, und tot. Das auch ganz witzige wäre, wenn das Hühnchen einfach kommt und den Abzug drückt. Daran hat keiner von uns gedacht. Bock, du! Weg! Hey, Paul. Ich meine, ich gebe Thomas rechts. Aldrin hat nicht nur eine Kugel verdient, er hat mehr verdient. Also nehmen wir Arbeitstier. Wir machen den Jungen zur Schweizer Käse. Nee, wir fucken ihn ab, wir nehmen die Kolonie. Spider-Style. Nein, das ist einfach. Ruhe, Spider. Wir nehmen Kaltherz und Prometheus Linse. Wir frieren ihn ein, tauen ihn aus. Und hauen wieder aus. Spurengewehr auch hier. Na und beschießen ihn mit schießen ihn mit dunkler Materie, okay. Ja. Wie heißt das Ding? Es ist noch eine Wellenspalterung verloren gegangen. Okay. Sag unseren Freunden, dass wir sie beschützen können. Bezahlung. Warte mal, was wäre das nächste, was hier hält ist? Kehrt, also wir müssen mit ihm reden, okay? Wir müssen jetzt erstmal. Selbst der große Held der Roten Schlacht hat Grenzen. Haben wir das? 8 Barone und ein Prinz der Erwachten gegen dich allein. Ich sehe jetzt die Barone. Ich setze so ungern auf Außenseiter. Aber du bist einfallsreich. Außerdem hast du den Zorn der Königin ohne Königin auf deiner Seite. Ach, du hast mich überredet. Unsere Freundschaft wird bestehen. Ach so. Verfolge deinen Rachefeldzug. Wenn die Bucht weniger überfüllt ist, sprechen wir wieder über Gefallen. Okay. Und jetzt dürfte wahrscheinlich Petra. Hi Petra. Ich weiß nicht. Siehst so schick aus wie Eoli. Kate,
Kates Killer sind immer noch da draußen. Aber die Jagd ist noch nicht vorbei. Du erledigst die Baronin. Dünn die Erde aus. Hast du den erwachten Turm bei deiner Landung gesehen? Das ist der Wachturm. Ich sollte dir das nicht sagen, aber die größten Geheimnisse meines Volkes befinden sich darin. Es gibt keinen anderen Grund für Aldrin zur Wirrbucht zu kommen. Früher oder später wird er zum Wachturm anhören, gehen. Mache ich noch. Wir müssen ihn aufhalten, bevor das passiert. Gute Jagd. Ich rate mal, sobald wir Story dann beendet haben und sie dann in der träumenden Stadt steht, wird sie auch was verkaufen. Wer hätte es gedacht? Sie ist der Raid-Händler, glaube ich. Aber ich sag nur eins, sobald du jetzt rausgehst und wieder hier reinkommst, ne? Bist du hier schon nicht mehr da? Ich meine, es gibt extra ein Ding nur für die träumende Stadt und extra eins für den Raid. Vielleicht ist sie ja beides. Das kann auch sein. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall träumende Stadt mindestens. Aber sie ist dann gleich nicht mehr da, wenn wir jetzt rausgehen würden, ne? Aus dieser Instanz der Welt und würden wieder auf den Planeten gehen. Also wir würden den Turm gehen und wieder zurück hier rein, ne? Wäre sie nicht mehr da. Aber sie ist mein Waifu, sie kann ich einfach verschwinden. Ja, hättest mal lieber Anna Bray genommen, die verschwindet nie. Fick dich! Außer all die Jahre, wo sie verschwunden war, aber... Dich und Kate hätten nie damit reinziehen sollen. Ich meine, sie wurde sogar tot geglaubt, also... Mein Versagen. Ja, und jetzt müssen wir ja... Können wir da auswählen hier die heroischen Abenteuer. Welche... Also die Abenteuer an sich, ne? Welche die Barone sind. Ich glaube, der höchste war ja hier 440, der Schütze. Okay, der Schütze ist der höchste im Licht. Ha! Also der erste wäre die Raserin. Weil ich keiner mag die Raserin. Die war ja vorhin da, aber ne? Aber ich werde meinen Eid gegenüber der Königin ist ja hier nicht brechen. Ja, stimmt, die Raserin mit 390... Ja, warte. Ja doch, ja, die Raserin. Die Raserin. Dann als nächstes haben wir die Gaunerin, die ist 400. Dann würde der irre Bomber kommen mit 410. Dann der Henker, mein Ziel, 420. Dann der Gedankendreher, mein wahrscheinlich liebster Charakter. Kann ich ruhen. Erst und dann der Schütze. Und der Schütze kommt als letztes. Und 440. Dann kommt, glaube ich, erst die Quest dann für die Links. Naja gut, aber ich schätze mal, wir sollten jetzt erstmal die Folge beenden. Jojo. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Gute Jagd. Gute Jagd, gute Jagd. Und irgendwelche Worte von euch? Nein. Das hat sich fast so angehört wie gay. Ja, müssen wir zuschauen. Komm schon, ich will meinen Hammer werfen. Beende es.